Okay, also die erste Sache war die Sache mit dem Rauchverbot im Wald ab 1. März. Das ist jetzt so, dass da in verschiedensten Zeitungen, ich werde dieses Video jetzt extra ein bisschen kurz halten, also nicht wundern, weil da gibt es so viel eigentlich gar nicht so zu sagen, aber ich finde es doch trotzdem wichtig, es mal gesagt zu haben. Aber in diversen verschiedenen Zeitungen, beziehungsweise im Internet, auf den Internetseiten verschiedener Zeitungen, unter anderem Bild.de, ich glaube bei Süddeutsche war was dabei, ich verlinke euch mal ein Beispiel und ihr dürft dann selber rumgoogeln, ob ihr nicht noch mehr findet, steht ein schöner Artikel, der immer exakt derselbe ist, genau gleicher Wortlaut, weil die wohl direkt von der deutschen Presseagentur stammend, dass ab sofort, ab 1. März, das Rauchen im Walde verboten ist. Das Fiese bei diesem Artikel ist jetzt, wie ich finde, dass das so klingt, als sei das jetzt was ganz Neues. Und ich habe auch mal ein bisschen rumgegoogelt und tatsächlich habe ich dann sogar gefunden, einen anderen Artikel, ich glaube, den finde ich jetzt nicht nochmal, vielleicht, dann verlinke ich ihn auch, wenn nicht, dann nicht, in dem ja quasi aufgelistet ist, welche neuen Gesetze ab 1. März zum Tragen kommen, was denn der Verbraucher, der Otto-Normalverbraucher so beachten muss, wenn er in die Welt hinausgeht, um dort was auch immer zu tun. Und neben diversen Gesetzen, die jetzt für uns als Waldbesucher jetzt keinen großartigen großartige Relevanz haben, steht da halt eben auch die Sache mit dem Rauchverbot ab 1. März dabei. Das haben sie dann auch noch ein bisschen weiter ausgeführt. Warum denn das Rauchverbot ab 1. März? Weil halt eben im Frühjahr es schon möglicherweise relativ trocken sein kann, was die letzten 2 Jahre auch tatsächlich sehr krass der Fall gewesen ist. Was dieses Jahr vermutlich, befürchte ich, fast wieder so sein könnte, auch wenn es jetzt in letzter Zeit einigermaßen geregnet hat. Anderes Thema, aktuelle Klimasituation müssen wir auch mal ein bisschen besprechen, weil der Grundwasserstand in Teilen Deutschlands bedenklich niedrig geworden ist. Und da kann man auch mal so ein bisschen schauen, was bedeutet denn das jetzt für den Wald und generell eben auch aus diesem aktuellen Anlass wollte ich auch in nächster Zukunft mal ein Video zu Trockenstress machen. Also wenn der Baum nicht genug Wasser hat, was passiert denn dann so generell und was gibt es da für mögliche Verfahren, was der Baum da tun kann? Hab ja erst vor kurzem die Frosttrocknis besprochen und ja, Trockenstress ist aber schon nochmal ein anderes Thema. Deswegen durchaus ein relevantes Thema derzeit, die Sache mit dem Nichtrauchen im Wald. Man geht davon aus, dass Rauchen tatsächlich eine der Hauptursachen der fahrlässigen Brandstiftung im Walde ist, dass sie halt eben rauchen und die Asche irgendwie ins Gebüsch schnippe und im Gebüsch ist halt extrem trockene Biomasse, die dann dadurch anfängt zu brennen und dann gibt es halt eben einen Waldbrand. Weiß man, dass das schon wirklich ein paar Mal vorgekommen ist? In den allermeisten Fällen weiß man ja nicht, wodurch der Waldbrand genau entstanden ist, wenn es dann zu einem kommt und ja, das ist halt einfach so eine zusätzliche super Vorsichtsmaßnahme, damit da auch ja das Risiko minimiert wird. Ist vielleicht ein bisschen paranoid, möglicherweise, aber da ist halt eben vom Gesetzgeber auch eben der Hintergedanke dabei, dass man einem normalen Waldbesucher einfach nicht zutraut, selbstständig feststellen zu können, ob denn nun gerade eine Waldbrandgefahr herrscht oder nicht. Und deswegen eben generell, selbst wenn es gerade regnet, ab 1. März bis 31.10. ist im Wald das Rauchen verboten. Was mich auch nochmal sehr irritiert hat an besagtem Artikel, ist, dass das A so klingt, als wäre das jetzt neu, als wäre das ein neues Gesetz, dass das jetzt erst seit kurzem so ist. Und das ist nämlich nicht der Fall, das war schon immer verboten. Also zumindest seit ich angefangen habe, in irgendwelche Waldgesetze reinzugucken, stand das da schon immer drin. Und tatsächlich ist das was, das findet man nicht im Bundeswaldgesetz, sondern man findet es in, soweit ich weiß, jedem mit gewissen Fragezeichen, ich habe jetzt nicht nochmal überall explizit nachgelesen, aber zumindest in fast jedem Landeswaldgesetz steht das dann nochmal sehr explizit drin, dass man eben nicht rauchen darf, 1. März bis 31.10. So, und blöd an diesem Artikel ist dann B, dass die dann nochmal extra dazu schreiben, sich extra nochmal erkundigt haben bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dass man ja auch kein Feuer im Wald machen darf. Ich finde das echt blödsinnig, weil man darf ja generell kein Feuer im Wald machen. Ausnahme,
mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Niedersachsen. Aber mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Deshalb finde ich diesen Artikel ziemlich blöd. Und da dieser Artikel eben unter Umständen schon Verwirrung führen kann, gibt es jetzt etwa ein neues Gesetz? Darf man jetzt noch weniger im Wald, als man vorher schon nicht durfte? Nee, das ist also alles kalter Kaffee. Die weisen jetzt nur noch mal darauf hin, damit sie halt irgendeine schöne Pressemeldung haben. Würde ich denen jetzt einfach mal unterstellen wollen. Vielleicht auch als gut gemeinter Hinweis, es ist jetzt wieder soweit. Aber das geht mir wirklich ein bisschen auf den Keks. Und das finde ich richtig schlecht eben in dem Artikel, dass die nicht sagen, es ist wieder soweit, sondern ab sofort. Als wäre das halt eben neu. So. Ja, gibt es da sonst noch was dazu zu sagen? Ja, vielleicht nochmal entschärfend, kurzer Hinweis eben, es gab keine für uns relevanten Änderungen am Waldgesetz bzw. an den Waldgesetzen. Für uns sind ja in der Regel meistens eher die Landeswaldgesetze relevant, die irgendwie für uns jetzt dramatische Auswirkungen hätten. Zumindest habe ich es dann tatsächlich nicht mitbekommen. Die letzte krasse Änderungen, die wirklich Auswirkungen auf das Betreten des Waldes hat, auf das im Wald Zeit verbringen, auf das Bushcrafting, wenn man das dann so nennen möchte, war die Änderung des Landesjagdgesetzes in Baden-Württemberg. Die ist ja noch nicht so lange her. Das ändert schon wirklich einiges für den baden-württembergischen Waldbesucher, weil anders als im Rest von Deutschland darf bei uns der Jäger ja tatsächlich so gut wie gar nichts mehr. Der darf nicht mal mehr wildernde Hunde erschießen. Einfach so. Also im Prinzip vielleicht sogar ein bisschen zu weitreichend, dass man sagt, der Jäger darf nichts mehr. Also heißt, wer Jäger ärgern will, der ist in Baden-Württemberg gut aufgehoben. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Also schön Deeskalation betreiben. Aber ganz ehrlich, es ist schon so. Nicht, dass ich jetzt irgendjemanden dazu anstiften möchte, das zu tun, aber wenn man das tun möchte, dann kann man das in Baden-Württemberg natürlich am besten. Aber wirklich, das soll nicht heißen, dass das jetzt irgendjemand tun soll. Wenn generell gegen Jäger ärgern und generell gegen Bushcrafter erschießen. Also, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Also, man muss sich doch irgendwie da vielleicht einen Konsens finden können. Und ich bin generell pro Jagd. Das sollte ich an dieser Stelle natürlich auch noch erwähnen. Das ist selbstverständlich was Wichtiges. Ja, bisschen um den heißen Brei rumgelabert. Und das soll es dann gewesen sein zu dem ersten Thema, was ich heute anquatschen wollte.